Ein Wolf war in der Mittelhofer Street. Ein Wolf. Ich wollte gerade schon. Ich dachte gerade, du fängst es an, wie zu singen. Ein Wolf, der da oh, furchtbar. Ihr kann auch singen. Traumata. Ein Wolf, ein guter Wolf. Das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Raus. Wolf, du hast die Oma gefressen, gib sie wieder her. Ne? Spuck sie wieder aus. Spuck sie wieder aus, ist auch gut. Möchte irgendjemand einen Hund adoptieren? Nee, ich habe schon zwei Geschwister, das reicht. Gut. Ich kann wieder doppelt, juhu. Muss ihn wieder runterdrehen. Jetzt nicht mehr. Juhu, ich muss ihn weit runterdrehen. Würdest du bitte einen Job wählen? Kann ich machen. Möchtest du Farmhaus? Ja, komm, wir hatten eben ein Farmhaus. Nimm noch mal ein Farmhaus. Okay. Du möchtest es natürlich auf Schwierigkeitsstufe Profi. Habe ich so kein Problem mit. Okay. Yay. Dann unterscheidet sich ja nicht viel, außer dass wir den dämlichen Generator anmachen müssen. Ja, und die schon's. Aber ist auch nicht so das Ding. Was zur... Es war einmal ein Hutz verloren und ich bin wieder der Host. Geil. Genau das, was wir vermeiden wollten. Der Horst? Gut. Leute, ich habe aus Versehen falsch geklickt. Versuchen wir es einfach. Ich habe auf verlassen geklickt, statt auf bereit. Ich glaube, wir kommen heute mal zum Spielen frei. Ihr müsstet mir gerade nochmal meine eigenen Lottozahlen sagen. 14 Minuten. So, ich mach jetzt direkt bereit, dann kann es nicht nochmal passieren. Und dann renne ich jetzt weg von der Jetzt, renne ich weg von dem Ding. Wir sagen einfach Sly und Lumi Bescheid, die sollen auf dich aufpassen, dass du hier keinen Mist machst. Wie, ich soll wieder Mist spielen? Nein, eben nicht. Fang mal wieder von vorne an mit der ganzen Sage. So, ich hab Zeug reingetan. Alle bereit machen. Ich fühle mich so alleine mit meiner Zahl. Wie kommst du denn drauf, nur weil sie vierstellig ist? Ich weiß auch nicht, ich fühle mich irgendwie ausgeschlossen. Das Schlimme ist, ich wusste gar nicht, dass es vierstellig geht. Ich dachte, bei 999 hört's auf. Utz, nee. Du musst jetzt noch eine Sache machen. Du musst jetzt noch Start drücken. Ich trau mich nicht verlassen. Ich trau mich nicht. Juhu, ich lebe. Aha, wer weiß wie lang. Ja. Ja, wir spielen hier mit dem Wolf, also sind wir hier die Wolfgang. Und wahrscheinlich, und der Geist, den wir suchen, ist Petri. Also ist Nein. das die Wolfgang Nein. auf der Suche nach Petri. Nein, Den Witz verstehe ich doch nicht, aber es klingt lustig. Ist der Wolfgang Petri-Auftrag. Ach so, jetzt verstehe ich, und ich dachte das schon. Ich wollte es nicht verstehen. Ja, es ist auch besser so. Oh, und noch ist er da. Also ich sehe ein lila Kopf mit einem Fragezeichen. Ja, wenn er es nicht auf der SSD hat, wird es noch weiter dauern. Er hat es ja eigentlich auf der SSD, aber der Laptop... Also das Problem ist halt, der Hauptrechner, den er hat, der hat noch Windows 7 und das Spiel hier läuft nicht unter Windows 7. Oh, das kann Und deswegen halt muss er es halt über seinen Laptop spielen. Okay. Also... Es klingt so, als ob er seinen Hamster definitiv mal wieder füttern sollte. Ja. Da ist er. Da ist jemand aufgetaucht. Entkommen Sie dem Geist während einer Jagd, finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader, erreichen Sie einen durchschnittlichen Geisteszustand von unter 25%, das kriegen wir hin. Ja. So, also Wolf, du gehst jetzt rein und machst das jetzt erstmal alles an. Du musst dann einen Strom anmachen, ja. Alles klar. Wolf muss den Strom alleine anmachen. Ach, alleine? Ja, kann ich machen. Wo ist denn der Strom? Immer noch in der Garage. Garage, okay. In der Garage. Hört mich jemand? Hallo? Ja, wir hören dich. Please. Ja. Ja, okay. Man hört dich. Diese Begeisterung. Nicht gut, aber gut. Geist, ja. Wir sehen uns gleich wieder. Hat jemand den Schlüssel aufgesammelt?
Du musst immer noch länger gedrückt halten. Ja, habe ich. Manche Sachen ändern sich nie. Stimmt, ich muss das Spiel auf links noch umstellen. Das eine ist eine Fotokamera und das andere ist eine Videokamera. Okay. Du siehst so, schon wieder so abfahrtbereit aus. Wieder rein. Nicht lossprinten. Jetzt alles an. Strom ist an, aber der braucht einen Moment zum Aufheizen. Schnappt euch eure Thermometers und los. Ah? Sag mir nur mal schnell, wie ich funke. B gedrückt halten. B. Und am besten einen kleinen, ja, einen kleinen Moment länger gedrückt halten, als du sagst, weil sonst hackt er das Wort am Ende ab. Okay. Die Decke hier ist offen. Hier ist 7,9. Ich glaube, ich habe schon den Raum. Ich glaube, das Haus ist einfach noch nicht vollständig warm. Ich habe gerade eine Tür gehört. Na und gut, es war keiner von euch. Oh oh. Oh oh. Bist du dir sicher? Warum seht ihr das? Was zur Hölle? Gib uns ein Zeichen. Seht ihr auch irgendjemand irgendwas durch die Luft schwirren? Weil ich sehe hier gerade was durch die Luft schwirren. Ich glaube, das sind nur die Schatten. Nein. Nein, nein. Das sind nicht die Schatten, das ist eins von diesen Dingern aus dem Auto. Die so aussehen wie Badestein oder so. Okay, dann bug das ein bisschen. Was, Badestein? Hier. Warte mal. Die Hände fliegen immer alleine rum. Ich muss mir kurz so die Tür stellen, irgendwas funktioniert bei mir noch nicht. Hier ist ein Knochen. Knochen. Knochi. Hat jemand eine Kamera? Nee. Ja, ich habe eine. Zeig mal. Komm. Komm mit, hier in die Garage, ab in die Garage mit dir. Hierher, hier, put. Hier, aber ich will Knochi. Nicht. Mach ein Foto vom Knochi. Danke. Ich hab EMF. EMF in der Garage. Ja, das ist auch hier. Nein, das ist hier in dem kleinen Raum. Ich hab hier 3 Grad. Obwohl, warte mal, hier in der. Ne, es ist wirklich in dem kleinen Raum ist. Das ist tricky. Jero, was sagst du? Garage hier? Oder Vorraum? Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Away! Er ist away! Er ist gerade nicht da. Also, Geisterbox haben wir schon. Garage. Eindeutig Garage. Wir wollen das nicht stören. Wie heißt der Typ nochmal? Das ist eine gute Frage. Ich gehe zum Truck und guck nach. Christopher Miller. Chrissy. Hi. Chrissy. Warte mal, ich kann noch was aufnehmen. Ich hab noch einen Anfall. Ich nehme eine Bewegung. Warte mal, was brauchen wir noch? Bewegungsmelder? Nee. Ah. Ich nehme trotzdem mal einen Bewegungsmelder mit. Ich schnapp mir mal eine Kamera. Ich will das fotografieren, alles. Ja? Machst du toll. Danke sehr. Gerne.
Einen Schluck Geisterwasser, bitte. Ja, ich trinke gleich was. Lass mich erstmal die Kamera aufstellen. Das Geweihte. Schreib in das Buch. Wie viel? Schreib in das Buch. Ja, soll er viel ins Buch schreiben. Nein. Ganz viel. Das EMF sagt. Wo ist das EMF? Das EMF sagt 3. Höher kommen wir nicht. Nein, wir wollen kein Crispy Chicken. Ich will ein Long Chicken. Kann jemand die Tür fotografieren? Wir haben Fingerabdrücke. Ja, wo? Ah, da. Ab. Einfach auf die Tür. Ab. Und den Knochen bitte noch. Den Knochen haben wir schon fotografiert. Jo, der ist bei mir. Hab ich das jetzt richtig? Wir haben Fingerabdrücke und, Fingerabdrücke ja. Knochen hat gezählt. Müssen wir noch aufsammeln. Du musst den Knochen aufheben. Geht's? Okay. Ja. Christopher! Ich glaube, er ist ein bisschen pisst. Und irgendwie will ich... Nein, schreib ins Buch. Los, Christopher, schreib ins Buch, sei ein guter Geist. Los, los, Chrissy, ab ins Buch. Zack, ab. Christopher, ab. Komm mal lieber in Richtung Tür. Wir haben ein Gespenst, wenn jemand eintragen möchte. Woher weißt du das? Wir haben Fingerabdrücke. Ne, Gefrier haben wir nicht. Doch, wir haben Gefrier. Haben wir? Ja, ich hab meine Atem gesehen, also ich stehe davon aus. Okay, wir haben ein Gespenst. Ich hab's doch eben gemessen. Was haben wir denn noch? Jagen und unter 25. Wie kommt man nochmal? Fotos. Er muss uns gesehen haben und. Er muss die gesehen haben. Das bedeutet, ich. Wolf und ich sind raus, wir müssen leider hier drin bleiben. Wir sind nicht mehr unter 25. Ne, wir müssen rein. Geisteszustand unter 25. Yay! Yeah. Nein, 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 das hier ist unter 25. Bedeutet, wir bleiben im Bus. Dann bringen wir mal unseren Geist auf Touren. Ich mach hier mal die Telefonschlange. Christopher Miller, zeig für den durchschnittlichen Geisteszustand musst du mit rein, Hutz. Ding. Hm? Nö, durchschnittlich ist zurzeit bei 54. Die Fernbedienung. Alles immer weiter runter. Alles backt die oder macht der gerade was? Nee, die backt bei dir. Christopher Miller. Ist die bei euch nicht gerade am. Nö. Maximale Aktivität von. Von? Zeige dich. Christopher Miller. Christopher, sei ein guter Junge, komm schon. Good boy. Warte, ist das Iro? Ja, Les Gamer, das ist Iro. Was? Lyra fragt, ob du das bist. Grüß dich. Lyra? Ja. Peace, ja, ich bin die Nettensäge da, die schon eine Weile weg ist. Freut mich, dass du mich wiedererkannt hast. Christopher! Er bewegt gerade Türen. Christopher, ja. Wie sieht's mit unserem Geisteszustand aus, Hutz? Der ist gerade bei uns drin. Weil ich bin bei euch. Ach so, sehr gut. Christopher Miller. Ich soll dir schöne Grüße sagen. Komm schon, Chrissy. Von ihr, von Lyra. Von mir selber. Ja, ich soll dir schöne Grüße von dir sagen. Christopher Miller, zeige dich. Christopher Miller, zeige dich. So, eben sein können. Kann es sein, dass du das Kreuz mitgenommen hast aus der Küche? Also, durchschnittlicher Geisterstuhlstand ist noch bei 35%. Bleib mal da drin. Hast du das Kreuz aus der Garage mitgenommen? Ich hab's hier reingelegt. Okay, weil ich hab gedacht, das wäre noch da. Das verschwindet nicht mehr, das wird nur noch angeknabbert. Ich weiß, aber wenn es nicht da ist, dann hantet er. Hä? Oh schön, ich seh. No. Wen hat... Ah. Tja. Was?
Unser Neuling hat's zerrissen. Wie kann das sein? Ich weiß es nicht. Interessant. Ich glaube, wir müssen aufpassen, wo er herkommt. Ja, weil wir sind ihm gerade, glaube ich, direkt in die Arme gerannt. Gut, wir gehen mal kurz raus. Der Commander ist mittlerweile tot und hat's denn funktioniert? Und ihr müsst immer noch der Ja, wie sieht's denn mit unserem Geisteszustand aus? Also mit dem Gesamt. Ja, beide, ihr seid beide, also durchschnittlich, das haben wir erreicht. Wir haben nämlich nur noch 14. Ihr habt beide 0, alles gut. Ja. Sehr schön. Ihr müsst nur noch entkommen. Ich glaube, wir fahren einfach. Versuch jetzt nicht noch zusätzlich zu entkommen. Also eigentlich ist das relativ einfach. Ja, aber wenn wir nicht wissen, woher er kommt, scheiß drauf. Gut. Herr Kamada, nochmal sicher gehen. Das ist jetzt alles Gute zum Geburtstag nachträglich. Ja. Aber danke, Lara. Danke. Und ja, das sind Tuts und Hakamada noch. Hakamada, bitte eintragen, Gespenst. Letzter Aufruf für Gespenst. Gespenst in 3, 2, 1. Wer sieht das in der anderen Welt? Ohne Nachleben. It was a Gespenst. Okay, wie trage ich nochmal Zeugs ein? J im Journal, letzte Seite. Okay. Also jetzt ist so die Habt ihr im Übrigen die Tasse gesehen, die euch ständig verfolgt hat? Ja. Ich wollte eigentlich probieren, euch zu zeigen, wo der Geist ist, aber irgendwie habe ich das, glaube ich, nicht offensichtlich genug gemacht. Ja, das Problem ist halt, wir sehen die Tasse... wenn sich's nicht geändert hat, nur sobald du sie wegwirfst. Ich war irgendwo gewesen, einmal. Ja, deswegen habe ich sie ja dauernd hochgenommen und geworfen. Ist mir ehrlich gesagt kaum aufgefallen. Warte mal, wer war nochmal die Frau? Ah ja, da, Iro. Ich habe sie Iro direkt in die Nase geworfen, ein paar Mal. Ja, ich hab's doch gesehen. Ja, nur ich nicht. Aber ich bin auch blind. So. Aber jetzt ist immer noch die Frage, Tanglewood Street? Willow Street, Prison oder Asylum? Ach, mir ist das wurscht. Nicht Prison, das hat mir... Nee, warte, was war's? Entweder Prison oder Asylum hat mich mein Rechner richtig in die Knie gezwungen. So, was hatten wir jetzt gerade? Ihr könnt euch auch alleine um die Dings kloppen, ne? Um die Torte. Wir hatten jetzt gerade... Ich glaube, es war ein Street House. Ja, es war ein Street House. Also gehen wir jetzt in die Tanglewood Street. So. Ja, Let's Gamer, dann mach's gut und schöne Grüße an deine Schwester. House. Ja. In the middle of a Tanglewood. In the middle of Tanglewood? Tangle. Woddle. Tangle, woddle.
Du freust dich auf Montag? Ah, wer weiß, was da alles passiert. Niemand weiß es. Noch nicht einmal ich. Lustige Dinge. Immer. Und jetzt passieren auch noch lustige Dinge, weil es ist noch nicht nach 2 Uhr nachts. Wieso? Hallo. Entkommen Sie mal wieder einer Jagd. Machen Sie ein Foto von einem Geist. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Geh zurück. Und sie heißt Nancy. Nancy. In the Nancy of the Nance. Und wo ist er? Boing. Garage. Garage. Der Geist? Nee, nicht der Geist. Das Generator-Ding. Du hast was geplant für mich. Oh oh. Lyra hat was für mich geplant. Das ist nicht gut. So gehört sich das. Moment, ist Hakamada jetzt reingerannt? Rennt ihr halt zu zweit rein, jetzt stellt euch nicht so an. Schaffst du es, den Generator anzumachen oder soll ich helfen? Da kam jetzt kein Audio. Hallo. Hast du einen an? Ja, ist an. Wenn es die rote Box war. Ja, die sollte jetzt grün leuchten. Ja. Perfekt. Bam badam. Also bei dem Namen Leute, kann ich es mir nicht verkneifen, aber. Das ist offensichtlich momentan, ja. Weil wir sind 1:1 im gleichen Haus. Yep. Ich denke mal, wir wissen, was jetzt meine einzige logische Methode ist, diesen Geist anzulocken, oder? Nancy, 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 Nancy! Ja, noch sind wir in der Safe Zone. Wo bist du? Wann hört die auf? Hast du eine Kamera dabei? Davon liegt ein Knochen. Bist du hier? Hi, hi, Mon Kapitän. Oh, Hutz hat ihn gefunden. Wir haben den Knochen und fotografiert und aufgehoben. Schreib ins Buch. Hutz hat den Geist. Nancy, 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 Nancy! Schau eine Pfanne! Guck dir diese Pfanne an, Nancy! Ja, sie ist ja schon hier. Wir haben ja schon den ersten Hinweis. Der da wäre? Er hat auf Futs Geisterbox geantwortet. Okay. Den kannst du auch schon ins Journal eintragen, wenn du möchtest. Geisterbox, ja, letzte Seite. Sagt er. Dann befestige ich hier einfach. So, wir haben Boot gesehen und Dämon gefällt mir so. Was, Gefrier haben wir? Also wir hatten jetzt Box und Gefrier, ne? Box, Gefrier und Buch. Ach. Haunted again. Box, Gefrier und Buch. Was ist denn das denn? Das Fox Gefrierbuch. Ach so, ein Dämon, ja gut. Dann ist es halt so. Okay. Meister Box. So, was jetzt? Gefrierbuch. Ja, Foto, na gut. Das Foto mache ich. Mal gespannt. Damon. Ja, ihr habt alle Kameras, also ich kann es nicht machen. Wenn du willst, darfst du das Futter mitkommen. Leute, wenn du das machst, hier.
Als Futter? Ja, sehr schön. Wolf, nehmen Sie. Geben Sie. Du willst doch bloß nicht selber rein. Nein, das ist aber viel interessanter für deine Leute, die bei dir zugucken, wenn du es tust. Ich gehe ja sowieso mit rein, also ganz so. Schreckt der Geist, glaube ich. No. Nancy White! Nancy! Schau mal eine Pfanne! Guck dir mal eine Pfanne an! Nancy White! Zeig dich! Nancy! Guck dir mal eine Pfanne an! Ich hab eine super Pfanne! Nancy! Hallo! Nancy White! Zeig dich! Nancy! Nancy White! Zeig dich! Nancy! Nancy! Zeige dich. Nancy, Nancy White. Ich klau dir ein Buch. Zeige dich. Nancy White. Zeig dich. Ich klau dir alles. Zeige dich. Ich mach den Fernseher an. Ich klau dir alles, Nancy. Ich befehle dir, Nancy, zeige dich. Hier. Ich mach deine Lampen kaputt, Nancy. Nancy White, zeige dich. Also gut, gut, so ein braves Spooky. Ich glaub, Nancy White. Letzter Aufruf für Nancy zeige White, dich. Boarding. Nancy White, zeige dich. Reagiert. Ich hab irgendwie so ein bisschen das Gefühl, die reagiert nicht auf Gruppen. Ich weiß. Ich guck mal schnell nach. Ja, das steht da nicht, weil wir ein Profi sind. Nancy, ich räume jetzt einfach deine Bude leer. Zeige dich. So einfach ist es. Leute, jetzt noch die Schuhe. Nancy White, zeige dich. So, dann nehmen wir den Bibler. Nancy ich räume die Bude aus. Bist zeige du, dich. Du dich zeigst. Nancy White, zeig dich. Momentan steigt die Sache auf 6, 7. Zeig ja, dich. Was auch immer ihr gerade macht, die scheint es richtig. Ja, Nancy White, zeige dich. So, kann ich hier noch. Ja, guck mal hier. Nancy Deine White, klau ich hier auf. Zeige dich. Oh, wie ich hier dein Hagel klau. Ich mich, das baut sich gerade. Okay, sein Hagel wolltest du nicht haben. Dann nehme ich Nancy Sandwürfe. White, zeige God damn it, dich. Goddammit, Nancy. Ich habe kein Foto für dich, wenn du das nicht machst. Keine Ruhe so, keine Ruhe so. Der hat gestappt. Also es hat dir schon mal nicht gefallen. Ja, ja. Stab. Ja, die redet die ganze Zeit hier rum. Stab. Die rebelliert. One, two. Drei. Da, da. Nancy White, zeige dich. Die hat gerade irgendwo eine Tür angepackt. Ja, ja, das ist hier gewesen, glaube ich. Eine von und den zwei. Nee, das klang, Nancy als ob es von rechts kam, aus Richtung dich. Der Garage. Nee, das hättest du nur leiser gehört. Nancy White, zeige Nancy, dich. Ich klau dir alles, ich klau dir alles, ist mir egal. Komm. Vielleicht heißt der Nancy, gar nicht Nancy, komm schon. Ob du überlegst, kannst du nochmal nachgucken, wenn du willst. Schau dir meine Pfanne! Schau dir meine Pfanne an, Nancy! Nancy White, zeige dich. Nein! Ah! Mistvieh! Ah! Ja, ja. Ah! Ich hab irgendwas gehört! Ach komm schon, jetzt zeig dich doch! Hören reicht nicht! Wir brauchen ein Foto! Event haben wir, glaube ich. Wir hatten kein Event, wir müssen entkommen und brauchen ein Foto. Wir hatten kein Event. Was war denn das dritte? Oder hatten wir ein Event? Weiß ich nicht. Das dritte war ein Event, ja. Ein Foto brauchen wir ja trotzdem. Nancy! Nancy White, komm schon, zeige dich. Gut, gut, Nancy. Seid ihr euch sicher, dass ihr wollt, dass ihr nicht zeigt? Der Mann. Ja. Also ganz schön ich geh mal gucken, ob wir schon irgendwas haben. Vielleicht kommt sie ja nur, wenn ich nicht dabei bin. Die mag mich einfach nicht. Ja, das letzte war Event und wir haben es. Ich komme wieder rein. Und sie geht gerade hoch. Das ist ein Bild von einem Penis. Nein. Das ist eine Katze. Also, dass wir damit kommen, dass wir nochmal üben. Lieber Geist. Du weißt, dass du nicht durch die Tür raus kannst, wenn du, wenn es erhandelt. Ja, geh mal in anliegende Räume. Nimm den Jungen doch mal mit in Sicherheit.
Nancy White, zeige dich. Na, mittlerweile können die doch auch Schränke öffnen. Deswegen. Ja, können sie. Du musst sie mir wieder zumachen. Aber an sich bist du da sicher. Das sagst du jetzt auch nur, weil du sicher bist. Komm schon, Nancy. Zeig dich. Oh, oh. No! Super, Hutz ist auch noch tot. Er hat die Tür nicht richtig zugemacht. Er ist in einen Raum gerannt. Der hat die aufgemacht. Ja, ich war auch in einem Raum. Ich bin immer in einem Raum und ich sterbe nie. Na, plus minus, ne? So gut wie nie. Zumindest nie, wenn ich es richtig mache. Ja, ja. Nancy White, zeig dich. Boot, boot. Vielleicht Nancy, hat er ja ein Foto gemacht. Zeige dich. Wo ist sie? Sie ist im Kinderzimmer. Renn. Die antwortet doch gar nicht. Ich will ein Foto von ihr haben. Nancy White, zeig dich doch. Nancy White, zeige dich. Komm schon. Nancy, zeig dich. Die Alte will nicht. Nancy White, zeige dich. Nancy, zeige dich, komm schon. Wenn sie nicht will, ganz ehrlich, dann fahren wir einfach. Doofnuss. Dann, komm schon, Nancy, dann holen wir uns noch doch irgendwas Größeres, was ein bisschen spannender ist. Auch wenn trotzdem zwei Nancy Leute von uns tot White, sind. Nancy White, zeig dich. Ach, Mann. Ja, Nancy will nicht. Haben wir das mit dem... Das mit dem Entkommen haben wir auch nicht gemacht, ne? Wir haben zweimal gehandelt und zweimal draufgegangen. Ja. Aber egal, wir haben ja das Geld nicht so nötig. Du hast ja kein Equipment verbraucht. Nee, ist richtig. Gut. Boarding, Dämon, alle eintragen, jetzt eintragen, wir fahren. Dämon in 3, 2, 1. Meins. Wir sehen unser nächsten Leben. Du musst länger gedrückt halten, das Leben war schon wieder draußen. Ah. Immer dasselbe. Ja. Manchmal aber auch das Gleiche. Niemals. Dasselbe so ist nicht das Gleiche wie dasselbe. Das stimmt. So, ich würde aber noch ein kleines nehmen. Weil wir hatten jetzt die ganze Zeit so Tanglewood Street, jetzt will ich ein Streethouse. Okay. Ah, nee, warte mal, das ist ja noch. Nee, oder muss ich Roadhouse nehmen? Ich möchte anmerken. Ach komm, ich nehme das. Wir hatten eben Tanglewood. Noch werfen. Ist egal, ich nehme jetzt noch eins. Ja, das Problem ist halt. Moment mal, du hast sie die ganze Zeit gesehen, oder wie? Ja. Versuch's, also bei mir am Ende, ans Ende vom Gang, weil ich guck nicht auf den Boden vor mir, ich guck immer ans Gangende. Wenn du vor mir herläufst, kann ich nur vor dich machen. Ja, das sehe ich aber nicht. Dann bleib halt alle paar Sekunden mal kurz stehen. Wenn ich mich umgucke, nicht unbedingt das, was ich in der Intention hab. Aber grundsätzlicher Gedanke... Einfach wegrennen. Woanders hin. Und nicht zu Hutz, eher zu mir. I wanna get high. Oh, was hast du jetzt gewählt? High School. High School. Die Heinz School. Aber da wird Ultimo ein bisschen brauchen, bis er geladen hat. Wahrscheinlich, ja. Nur echt mit Heinz. Wie kommt der Heinz eigentlich in den Ich finde High besser. Der High School mit High? Ja, das ist das Beste. Wenn High School das bedeuten würde, was es heißen würde, das wäre was. Die High-Schule. Wuhu. Dann wäre der Unterricht wenigstens entspannt. Da begrüßen sich alle Leute. No. Ja, aber oder es ist nur für Fischmenschen. Nein, die begrüßen sich, weil es eine Highschool ist. Oder sie sind alle bekifft. Man weiß es nicht. Ich bin für Zweiteres. Ich mag eher begrüßen. Nee, aber dann ist doch nicht lustig. Dann halt Haie.
Ja. Aber dann kann ich ja nicht mitmachen. Ich kann ja nicht unter Wasser atmen. Nein, jeder muss einen Hai immer mit zur Schule nehmen. Der Ernst. So. Gibt dann Zigarrenhaie für jeden. Oh je. Die sind schön klein. Tja. Schön handlich. Wie habe ich heute so schön gehört? Na, haben Sie Ihren Handtaschenhai auch dabei? Ja! Mag Menschen, nur nicht in meiner Nähe. Dementsprechend immer einen Hai dabei haben, dann... Da ist er! Oh, ging schneller als ich dachte. Ja, definitiv. Oh, die Wolfaufgabe ist da. Ich hole mein Kreuz. Es ist ein Kruzifix, kein Kreuz. Ein Kruzifix ist auch ein Kreuz. Kreuzi. Aber es ist ein geheiligtes Kreuz. Also mir ist so egal, es ist Kreuz. Egal. Wolf und sein Kreuz, Wolf und sein Kreuz. Kreuzi, woher weißt Kreuzi, du von meinen Kreuz. Rückenschmerzen? Ich mach den Strom an. Hui. Hui, ich will mit. Ich will mit. Nimm mich mit. Ja. Irgendwie habe ich gerade Hakamada als Störgeräusche. Test. Ah, jetzt. Test! Ja, immer mal. Ein paar Störgeräusche sind drin, aber ja. Und jetzt zu zweit rein, um den Generator zu machen. Das heißt, wir beide sind auf uns gestellt. Genau. Ihr geht links oder wir sollen links? Hast du es verstanden? Hört man mich noch? Bei mir schon. Ja, hast du verstanden, was sie meinte? Was heißt? Nope. Nie. Sollen wir links oder geht ihr links? Du musst gedrückt halten, sonst hören wir nichts. Es gehört immer noch. Warum? Okay, wir gehen rechts. Gott, deine Störgeräusche scare mich mehr zu gehen. Ja, das ist. Ich glaube, dein Rechner kommt mit Phasmophobia nicht 100% klar. Hast du eigentlich ein EMP dabei, so ein. Weißt schon, dabei? So ein weißes? Das meine ich jetzt weniger. Gib uns ein Zeichen. Wer drückt die ganze Zeit auf den B-Knopf? Ich bin unschuld. Sie ist unschuld. Das ist kein Scanner, mit dem du irgendwas hier scannst. Scanner hast aber keinen dabei, oder? Keine Antwort? Okay. Wenn du was drückst, ich höre dich nicht. Ich glaube, dein Mikro macht gerade nicht mit. Müsste ich ja auch hören, wenn du neben mir stehst. So,
könnte sein, dass er bald aggro geht. Ich war nur mal schon mal. Ja, wir sind bei den Räumen. Wir sind sicher. Ich fahre nicht. Also hier oben hat auf gar nichts von meiner Geisterbox reagiert. Also ich bin oben links durch. Bis jetzt ist er sehr energisch. Kannst du es bitte lassen? Also die Tür geht nach außen auf. Ja, Nickery, ich klaue alle Punkte. Bisher so gar nichts. Bitte sagt mir, ihr habt irgendwas. Na, was? Hutz, hol mal her. Hutz. Komm her. Mist. Nix. Wird dir sagen, alles tot, aber eben nicht. Hab ein Telefon. Telefon gehört, ich glaube sogar hier im Raum. Ja, ich hab den Raum. Der ist bei dir, okay, wo? Bin gerade auf die rechte Seite rüber unten. Wenn ihr das Treppenhaus rechts runterkommt, solltet ihr es finden. Direkt an der Turnhalle der Raum. Okay, also der Hintergang, also ganz, ganz hinten im. Ja, also wenn ihr von der Front kommt, durch die Turnhalle durch, links raus und dann ist es die erste Tür. Wir sind schon rechts. Ja, ich sollte euch gleich sehen. Ich warte auf euch. Warum ist das Licht hier nicht? Weiß ich nicht. Oh, ach, Akamada, jetzt hört man dich sogar wieder. Endlich. Ich habe hier schon E-Rap und sonstiges probiert und ihr hört mich nicht. Wo bist du denn? Okay. Ich sehe dich nicht. Was ich jetzt fragen wollte die gesamte Zeit, was ist die grüne Box, die ich... Das ist, glaube ich, ein Soundmelder. Also wenn Geräusche sind, meldet der. Nee, der Audiomelder ist weiß. Hat er zwei Knöpfe? Okay, ich pack das Ding in die Turnhalle. Nee, komm zu mir. Wo bist du, Wolf? Sind wir doch links gewesen. Links also? Ja, wie gesagt, durch die Turnhalle, durch links. Okay, vergiss. Links und rechts war noch nie meins. Aber stimmt, ich habe gesagt rechte Seite, sorry. Also hier der Raum. Das ist alles kein Problem, Mr. Zorro. Ich habe Angst, wir finden dich schon. 5 Lauf, einfach Hilfe? Laufen. Psst.
Woher weiß ich, dass ich jetzt nicht gerade direkt in die Arme laufe? Einfach laufen. Hilfe! Ihr kommt zu mir. Hilfe! Schnauze und herkommen! Ich würde behaupten, wir gehen mal jetzt raus. Alles klar, machen wir. Generell, wenn Geist ist... Wir hatten den Geisterraum. Der Geist startet im Raum. Also solange wir von dem Raum weglaufen, alles gut. Und solange du mir hinterherläufst, bist du sowieso safe. Okay. Wo ist der Geisterraum? Der war da hinten, auf der anderen Seite der Turnhalle. Gut, ich hab's rausgeschafft. Auf jeden Fall schon mal. Kannst du mich hinführen, ich hab Angst. Ich glaube, es haben alle überlebt. Wir gehen erstmal raus, wir machen Gruppensprechung. Ja, alle sind safe. Wir kommen jetzt auch gleich raus. Okay, lauf mir nach. Licht aus und Schnauze. Okay, wir sind safe. Nur mal zur Info, falls das nicht jeder weiß. Der Geist wird mit jedem Hand schneller, deswegen sollten wir mal alle Tabletten nehmen. Kommst du? Wir müssen raus. Oh, gerade so noch raus. Oh! Alter! Stimmt, ich kann den jetzt. Komm, wir gehen zum Boss. Der scheint ja echt ein lieber Geist ja, zu sein. Ja, wie sie sagte, bei jedem Hand wird der Geist schneller. Und der scheint recht aggressiv zu sein. Wirklich? Oh, die anderen sind drin. Oh! Ich dachte, die sind auch draußen. Aber sie leben alle noch. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, wir sollten beide eine Portion Pillen nehmen. Wie nehme ich Pillen? Hier oben. Einfach rechts oben links hast, oder? Ja, genau. Nicht mehr als eine. Gut. Okay. Mal schauen. Tu mir einen Gefallen. Kannst du hier so ein EVP mitnehmen? Klar, ich will aber gerne zum Raum. Ja. Kreuz? Ich lebe noch. Kreuz haben wir schon eins drin. Ich brauche hauptsächlich ein EVP. Buch haben die schon eins mitgenommen und Dings haben die auch schon eins mitgenommen. Was brauchst du? Du bist abgehakt. EVP. Das Weiße. Haben die beiden anderen? Und die Dinger sind übrigens bei mir mal. Ja, wir haben unsere Tabletten genommen. Beim ersten Mal. Die Dinger. Was? Die Dinger sind bei mir bei der ersten, im ersten Ding im Haus rumgeflogen, diese weißen da. Ah, okay. Habt ihr ein Buch und eine Kamera drin? Ja, ich hab zumindest eine Kamera. Ich hab ein Buch in der Hand. Gut zu wissen. Okay. Okay. Ich hab Iro auf den Cams. Okay. Ich sehe sie. Sind wir alle hier oder ist Iro drin? Iro ist drin, ich hab's auf den Kameras. Ich glaube, ich nehme doch nochmal das zweite Kreuz mit. Vielleicht sollte ich doch Split-Tabletten. Das scheint ja. Ja, solltest du. Ach, babalabab. Null ist doch schon noch eine ganze Menge. Sie hat ihre Cams nicht an und sie hat mal wieder keine Headcam dabei.
Was passiert nochmal, wenn es null ist? Je niedriger dein Geisteszustand ist, desto aktiver, also desto mehr Hans entstehen. Ja. Du bist noch recht gut dabei. Ich bin noch gut. Relativ jetzt nach der Pille. Wutz, nimm endlich die scheiß Pillen. Ja, wir hatten dich auf den Camps. Ich komm rein. Ja, das schieben wir genau hinter. Nach dem nächsten Hand. Hat es auf jeden Fall auf der Cam. Haben wir letztendlich schon irgendwelche Beweise gefunden? Nur mal so am Rande. Nein. Nein, wir sind doch nicht zu irgendwas gekommen. Hiro, stell bitte deine Kamera rein und dann verkrümel dich raus. Ich versuche jetzt zu kommen. Ich bin noch nicht dort. Ich laufe jetzt erstmal außenrum zum Haupteingang. Ich höre mich an wie ein Pferd. Ja, Holzboden. Hufe. Klock, 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 klock. Also wenn das mit dem Timer immer noch funktioniert, habt ihr jetzt noch 30 Sekunden. Ja, noch 20. Jetzt sollte es demnächst losgehen. Wo sind wir hier? Komm. 3, 5, glaube ich. Eben kurzzeitig. Tot? Oder ist überhaupt jemand tot? Nee, das Kreuz hat ihn gefressen. Aber er hatte eben kurz 5. Also EMP 5. Mehr 5 hatten wir, hat die Tür. Immer noch 5. Hier ist 5. Hier, ja, 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 alles gut. Stell rein, mein Kreuz hält dir nicht ewig. Wir verbissen uns. Vorsichtig sein. Meine Kamera ist bisher. Hat es einen erwischt? Ja, wenn es Hu macht, ist jemand tot. Ah, Satakamada wieder erwischt. Er ist in die Sackgasse gelaufen. Ja, er ist mir nachgelaufen, ja, es war meine Schuld. Die sind zu zweit in die Sackgasse gelaufen. Also, jetzt haben auch meine Pillen nichts geholfen. Nee, wir haben die zu zweit verzögert genommen. Ja, und in dem Fall war es meine Schuld, weil ich mich leider verlaufen habe. Tut mir sorry. Ja, dann lass mich mal alleine rein. Gut, guck mal bitte auf deine Kamera. Hm. Er ist hinten in der Ecke im Raum. Da fliegt nichts. Bis jetzt nicht, ne. Wir haben das jetzt nur. Wir haben EMF haben wir, ne? EMF haben wir. Banshee schließe ich aus. Keine gefrierte Ambulator, ne. Es könnten Fingerabdrücke sein. Er hat dauernd die Türen angefasst. Möglich. Wir hatten keinen mit Geisterbox drin, ne? Nee, Hutz hat Box und UV-Lampe, glaube ich. Das könnte natürlich ein Oni sein. Finde ich auch lustig, dass Yokai und Oni getrennt drin sind, weil Oni ja auch Yokai sind. Ja, das stimmt. Das ist halt das Problem Hutz, bei großen Maps, das sollte man nicht, wenn man sich nicht koordinieren kann. Hiro, du bist... Oh, das Problem ist, ich weiß nicht, in welchem Raum er startet.
Er startet in dem Raum, wenn du durch die Sporthalle durchgehst. Links der erste Raum, hinten an der Tür. Okay, den Ball habe ich gesehen, Hakamada. UV liegt noch. Nein, oh Scheiße. Geisterbox. Box, okay. Schreibt er ins Buch? Wenn er ins Buch schreibt, bin ich mir ziemlich sicher, was er ist. Putz, kann ich reinkommen? Komm rein, ich geh jetzt. Das macht keinen Unterschied mehr, wir haben keine Sanity. Den Teufel bin ich! Was? Also, ob oder wo? Er hat bei mir. Versuch mal nach dem Buch zu schauen. Er hat bei mir die Tür aufgemacht, ich hab sie wieder zugemacht. So muss. Ich versuch mal zum Buch zu kommen. Liegt's? Oh, ja, am Arsch. Wir gehen in die Bibliothek. Oder auch nicht. Lass mir die Tür bitte offen. Damit hat er mich. Ich glaube, jetzt ist er Geschichte. Ja, na? Leiche, andere Leiche, mit Leiche, wie geht's dir? Mittag, Amada. Ich höre dich wieder, ich bin tot. Hi, ich höre dich. Ja, ich bin eh tot. Wie offensichtlich muss ich diesen Ball noch werfen? Ja, das Problem ist, der Wolf hat auch immer. Ja, ich bin dir so gut ich konnte nachgelaufen. Aber dann ging der Hand los. Und dann musste ich wegrennen. Mir nachlaufen ist eine schlechte Idee, wenn ich dem Geist folge. Ja, am Anfang. Du hast mich ja in das Haus reingeführt. Und dann ging direkt der Hand los. Hm. By the way, hier, die Kamera muss man nicht mitnehmen von mir, oder? Nee, die muss man doch nicht mitnehmen. Also, muss man nicht mitnehmen. Oh, ich sehe gerade im Journal sind sogar meine Fotos drin. Ja, ja. 1A, 3 Sternebild vom Geist. Sehr Wir gut. haben übrigens EMF5 und Geisterbox. Geister was? Geisterbox. Buch oder? Box. Box. Ich würde mal drauf tippen, es ja? ist ein Oni. Nehmt euch auch raus. Trag dir Uni ein. Also entweder halt Orb oder Buch. Ist das
wissen wir halt beides nicht. Trag Oni an. Ich hab den Buch leider auf den Kopf gedreht, gerade guckt um es weiter reinzuschweigen. Weil Orb habe ich keinen gesehen. Also, wenn wir die Wahl zwischen Orb und Buch haben und Orb habe ich keinen gesehen und Buch wissen wir nicht, dann gehe ich eher aufs Buch. Ich würde auch den Orb nehmen, weil ich war nämlich gerade, als ich das Buch in der Hand habe, war ich nämlich in dem Geisterzimmer, also da, wo der so viel dazu. Also Hutz sagt Orb, ich gehe eher auf den Oni. Und stöhnend immer hinter mir. Das hat nicht so viel zu bedeuten, leider. Du kannst natürlich wählen, was du willst, aber ich bleib bei Oni. Es tut mir leid, dass ich mich nicht umgedreht habe und guck mal, ob hinter mir ist. Nee, wenn du ihn hörst, dann ist er hinter dir. Da kannst du ja nicht umdrehen. Das Problem ist halt, es gibt zwei Räume. Okay. Da hinten ist eine Tür. In der Ecke. Ah. Könnte also sein, dass er da hinten ist. Richtig. Also ich würde jetzt auf Verdacht Orb nehmen. Ich glaube auch nicht, dass wir noch in die Nähe kommen. Oh, warte mal, das ist jetzt so gerade die Kamera in dem Raum, wo wir sind, oder? Das ist die Kamera in dem Raum, ja. Die habe ich hingestellt. Ja, ja, aber ist die Tür jetzt die in dem Flur oder ist das die Tür zu dem anderen Raum? Das ist die zu dem anderen Raum. Ah, verdammt. So, den vorderen Bereich von dem Raum haben wir nicht. Mm-mm. Ah, shit. Soll ich es nochmal versuchen, reinzugehen und nochmal eine Kamera aufzustellen? Nee, lass es, du wirst nicht hinkommen. Das ist doch ärgerlich. Ja. Das ist ärgerlich. Ja, die Sache ist, da sehen wir halt jetzt keinen Orb drauf. Kannst du mal die Kameras von dem Ding durchschalten? Einfach klar. Vom Ding. Bringt ja, nichts. Das bringt uns nicht so viel. Mal weiter. Eins, weiter. Ah, nee, da ist nichts drauf, schade. Mm-mm, es gibt keine Kamera. Wenn du schon tot bist, trink. Wird gemacht. Das ist natürlich doof. Ja, die hörst du, das ist halt schon ziemlich böse. Ja, die haben sie schon böser gemacht. Also, als gut Zeit, schlimme Zeit. Ganz so böse. Aber ich muss gestehen, früher ich war allgemein alles einfacher. Das ist richtig. Aber ich will ja, aber alles versuchen, besser. Eine Kamera aufzubauen. Versuch es. Du bist Idiot. Das will ich gar nicht, das Stativ. Du bist Sponsor, dementsprechend ist es egal, bei mir ist es egal, ob ich sterbe oder nicht. Du als Sponsor solltest nicht sterben. Ich tue auf jeden Fall jetzt einfach mal Geister Orb nehmen und sage, es ist ein... glaube ich aber nicht dran. Weil es nicht so ist. Ja, deswegen, ich glaube doch eher an den Geister Buch und an den Oni. Sag ich doch. Geister Buch. Ich sage, es wäre das Geisterbuch und ich versuche jetzt nochmal reinzukommen. Guck aufs Buch und stell die Kamera sagen, auf. Wenn du siehst, dass ich... Warte mal, erstmal kurz... Ja, sollen wir ihn protecten? Ja, können wir nicht. Sobald er zwei Schritte reinmacht, wird er handlos gehen. So. Wenn du siehst, dass ich sterbe, fahr ab. Wenn du siehst, dass du stirbst, ich werde es doch bekommen. Ich kann dir nichts aufnehmen, mit dem ich ihn warnen kann. Ja, du kannst ihn auch nicht warnen. Das Ding war, der Ball war scheiße zum Warnen, weil der immer weitergerollt ist, den konnte ich nicht wieder aufnehmen. Ja, aber es bringt auch nichts. Der wird jetzt gleich weggeknuspert. Das Problem ist, der Geist kann Türen öffnen. Als ich das erste Mal drin war, habe ich es geschafft, als er mir die Tür aufgemacht hat, die Tür ihm wieder vor der Nase zuzumachen. Beim zweiten Mal habe ich es nicht geschafft. Da stand ich zu weit vor der Tür weg. Ich stand im Zimmer. Ich weiß, ich stand im Zimmer, als das passiert ist, aber da habe ich den Geist noch nicht mehr gesehen. Ich habe nur gesehen, wie du auf einmal geragdollt bist. Ja, ich habe den Geist, also ich habe ihn gehört, dass er die Tür geöffnet hat. So. Ja, aber ich stand im Raum mit dir. Das ist das Problem dabei. Sehr merkwürdig. Naja, es ist jetzt Hand, das bedeutet... Scary. Wir können wahrscheinlich gleich losfahren. Hast du Oni eingetragen? Warte kurz, ich glaube ja. Ja. Sehr gut. Ich meine, wir könnten auch gucken gehen. Ich hoffe mal, du läufst ihm nicht in die Arme. Na klar, ich glaube nicht, dass er direkt hinter dir war.
Ach, Räucherstäbchen sind das. Das oh. Zeug ist dann wahrscheinlich durchgeflogen, oder? Ja, ja genau, ja. Das sind die. Oh, Hutz läuft direkt zum Geisterraum. Aber ja. der Hand ist abgeklungen. Ich sehe es. Hutz hat überlebt. Hutz betritt den Geisterraum. Ja, Balls of Steel, das lasse ich gehen. Danach ins Buch. Oh, es ist dein Oni, wer hätte das gedacht? Bin unterwegs. Steht was im Buch? Ich sehe es nicht. Ja, ja, es steht was im Buch. Sind Sachen reingeschrieben. Wer wäre nur darauf gekommen, dass es ein Oni ist? Ich nicht. Naja, Djinns werden stärker und schneller, wenn mehr Elektrizität ist. Wir hatten sämtliches Licht aus und er ist trotzdem durch das halbe Haus gehuntet. Ich weiß halt nicht, was hier als schnell gilt, ist das Problem. Naja, wenn sein Startraum hinten durch die komplette Halle ist und er ist 20 oder 5 Sekunden später schon irgendwo anders, müsste er, also er hat mich ja in der Bibliothek gekillt. Das heißt, er müsste in der Zeit von hinten, von dem Startraum, wo wir waren, bis auf die andere Seite der Schule gerannt sein. Du hast ihn sehr gut outplayed. Ich. Du hast ihn sehr gut outplayed. Aua. Was soll ich sagen? Ich starte immer im Geisterraum. Immer. Ja, ich wusste, nicht immer, sondern wo er sich gerade befindet, aber genau generell Geisterraum und er hat halt zweimal den Hand startet, direkt darüber bewegt. Wenn das Licht wieder angeht. Okay. Aber die Räucherstäbchen. Ich hatte Angst, dass du mir in die Hände läufst. Ich hätte gerade voll Bock, noch Räucherstäbchen zu zünden. Willst du das wirklich? Er muss direkt hinter dir sein und du kannst dich da nicht verstecken. Ach so, das ist während der Jagd. Ja. Er wird dann zwar kurz duselig, aber er ist halt immer noch schneller als du und du musst ja trotzdem wegrennen. Du hast dann zwar mehr Sekunden Vorsprung, aber ich weiß nicht, wie schnell er schon ist. Das ist halt so die Frage. Das könnte ich nicht. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Meinst du nicht? Durch ihre hohe Aktivitätsrate sind Oni leichter zu erkennen. Du musst das theoretisch halt so timen, dass der Hand bald zu Ende ist, wenn du ihn räucherst. Ich glaube, Aktivität hatten wir viel. Ja, ist auch wieder wahr. Ah, komm. Wir haben schon, was es ist. Lass uns voran. Ja, deine Hand ist übrigens weg. Was, wer ist weg? Deine Hand ist bei mir weg. Fahr ab! Okay. Schön. So, werte Tote, wir haben einen Oni. Wissen wir schon lange, fahr! Lass mich nachschauen. Wissen wir länger als ihr, fahr! Kampf und Buch. Wird eingetragen. Also, letzte Durchsage, Oni in 3, 2, 1, ab. Wir sehen uns in der nächsten Welt. Nein, ich stehe neben dir. Ich zünde die Räucherstäbchen. Kannst mich nicht verjagen. Also das mit Oni hättet ihr uns nicht sagen müssen, das wussten wir. Wieso? Ganz einfach, als ich getötet wurde, bin ich aus der Schule rausgekommen und hab gesagt, das ist ein Oni. Okay. Ohne den Anhaltspunkt zu haben? Oni sind besonders aktiv, hatten wir. Djinn, es war zu wenig Strom, aber er ist in kurzer Zeit quer durch die ganze Schule gehuntet. Also ich will euch jetzt nicht sagen, aber wir haben nur zwei große Sachen. Und den Orb habe ich auch nicht gesehen. Wir haben zum einen Asylum oder noch eine Highschool. Oh Gott. Nur die zwei Sachen zur Auswahl. Was wollt ihr? Ding, 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 ding. Ich weiß es nicht. Ding, 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 ding. Was meint denn mein Chat? Asylum oder Highschool? Gut, also wenn's dein Chat wahrscheinlich sagt, wird's Asylum. Weil Hauptsache wir leiden. Ja, nur weil du das jetzt gesagt hast. Mindestens. Aber vielleicht haben sie auch Gnade vor Recht für dich und sagen, du musst noch so lang wach bleiben.
Ein Super Mario 64. Nah dran. Ja gut, vielleicht will Meloetta ja kein Phasmo mehr und möchte lieber wieder Mario Packs sehen. Ja, also mindestens einen machen wir noch. Okay, also Meloetta, der letzte. Asylum oder Highschool? Bankdrücken oder Irrenanstalt? Was mit den anderen? Gibt es noch andere Überlebende im Chat? Ich bin tot. Mal wieder. Nein, du warst tot. Du bist wieder am Leben. Innerlich bin ich immer noch tot. Was meinst du denn? Asylum oder noch eine Highschool? Warte mal kurz. Ich muss noch mal mich ganz kurz DC'en. Okay. Bin gleich wieder da. Alles klar. Derweil könnt also, ihr schon mal überlegen, ob Highschool oder nicht. Also Irrenanstalt wurde gerade gesagt. Wurde? Yay. Da der Wolf sich dort heimisch fühlt, Irrenanstalt. Da gehen wir doch jeden Tag hin. Oh, warte kurz, das war die Uni. Ja, das ändert, das macht keinen großen Unterschied, aber... ja, das klingt, das ist zumindest eine Begründung, mit der ich leben kann. Bedeutet aber auch, wir dürfen uns mit Parabolmikrofonen ausrüsten. Na, eigentlich nicht. Wir müssen eigentlich nur durch die Geschichte rennen und warten, bis eine Tür aufgeht. Mehr nicht. Und immer schön die Türen wieder zumachen. Also wenn ich würde eher fragen, auf die Mikrofone gehen. Gibt, wird da irgendwann eine Tür öffnen. Okay. Deswegen immer, wenn du in einem Zimmer warst, die Tür wieder zumachen. Weil wenn irgendwo eine offene Tür ist, wissen wir, wo er ist. Dann müssen wir nicht in jeden Raum rein, das spart Zeit. Das kannte ich auch noch nicht. Das macht man eigentlich in der Highschool auch so. Entweder als Telefon oder Tür. Eine Teletür. Iro mit ihren Pro-Skills. Ich habe auch schon ein bisschen gespielt. Aber ich dachte, deswegen hast du sie dabei. Das glaubst du doch selber nicht. Nein, ich hasse sie nicht dabei. Es ist ja schon niedlich. Nein, ist es nicht. Okay. Wieso? Na, ihr drei lustigen Vier. Macht ihr noch bereit? Ich dachte, Akamada braucht noch einen Moment. Dachte ich auch nicht. Achso. Hat der Hutz etwa wieder nicht zugehört? Ja, doch, aber ihr könnt ja trotzdem schon mal bereit machen. Das bringt nichts, wenn er raus und wieder reinkommt, dann ist eh wieder alles auf nicht bereit. Wolltet ihr diese Nacht noch schlafen? Ich hab gehört, nein. Wolf, weißt du, was das Schöne ist? Ich hab ja gehört, dass das die letzte Runde ist und dann, also ich kann gerne bei dir am Mikrofon dranbleiben, aber dann schnarche ich dir halt einen vor. Ja, ich kann dich ja muten. Ich mach dir den Supersäger. Also falls du irgendwelche Spielegeräusche vom Sägewerk brauchst, ich bin dann die nächsten 4 bis 6 Stunden Minimum für dich da. Das angenehme Hintergrundsägen, ja, man kennt's. Ja. Herr Belletta, letzte Runde, dann geht's mit Mario weiter. Dann die nächsten wahrscheinlich 5,5 Stunden. Und dann, aber nur dann, wird er noch eine Runde. Was spielst du eigentlich dann? Dann sind 1-2 Runden Enter the Gungeon dran. So als guten Morgenaufwecker. Sowas wie Isaac. Richtig. Ach, oh, willst du nicht eine Runde Binding auf Isaac spielen, wenn du total müde bist? Ich hab gehört, das ist total gut.
Das mache ich doch immer. Oder Spelunky. Ja gut, in Spelunky bin ich so oder so schlecht. Aber ja, ich habe lange keinen Enter the Gungeon mehr gemacht. Das mache ich mal zum Aufwachen. Zum Warmwerden nochmal ein Five Nights at Freddy. Ja, dann bist du sowieso wieder wach. Und dann... Zwei, drei Schreckmomente und du bist wach. Dann mal gucken, je nachdem wie lang es dauert, vielleicht mal so bis 9, 10 und dann machen wir nochmal die letzten paar Stunden Mario und dann sind wir durch. Hast du genug Kaffee da? Ich trinke doch gar keinen. Und die letzte Stunde für Meloetta wird dann gemurmelt. Murmel nicht. Da gibt's höchstens eins auf die Murmel. Oder so. Ich seh's eh kommen. Der Wolf liegt dann irgendwann so halber im Bett und sagt so: Oh, die letzte Stunde, ich muss nur noch die letzte Stunde aushalten. Schnarch. Ich komm dann wieder in den Chat und singe dann ein Lied von den Ärzten. Wann wird die Duellfunktion aktiviert? Wann anders? Sie wird nicht mehr in dem Stream aktiviert. Beim Duell gewinnt ja eh nichts. Duell ist ja bloß gegen jemand anders. Was bedeutet eigentlich Ausrufezeichen Boss? Das ist quasi der Raid. Oder was auch immer du da heißt. Oder. Yeah. Nein. Was auch immer du da drin hast. Bei deinen Piratenabenteuer. Man darf ja noch hoffen. Ah, okay. Okay, und was gibt's noch? Weil irgendwas habt ihr doch mit Kuchen die ganze Zeit. Ja, Oder ist das Abenteuer? Ja. Das ist die Schlacht darum, wer ein Stück Kuchen ergattern kann. Ich hatte schon Hoffnung, es geht um anderes. Nein. Mann. Das Leben ist nicht nur WoW. Gibt noch viele andere Sachen. Das habe ich auch nie Mario. Gesagt. Nee. Ja, also ich suche dir für morgen früh dann noch einen Myst Mario Hack, okay? Ich glaube nicht, dass du da irgendwas findest. Na, warte mal. Gibt bestimmt ein Rätsel Mario Hack, wo du einfach suchen musst, also Rätsel lösen, anstatt irgendwie durch die Gegend hüpfen. Das ist ein Jump and Run. Es wird kein Jump'n'Run, es ist dann ein Point-and-Click. Ich habe dann eher das Gefühl, dass es dann ganz viele unsichtbare Mauern gibt. Wie heißt das? Kaiser-Dingenskirchen? Kaizo. Ja, irgendwas sowas, ja. Ja, nee, Kaizo habe ich ja schon vorhin erklärt, dass ich das nicht mache. Weil Kaizo ist schon in Super Mario World schlimm genug und in Mario 64 mit 3D-Grafiken ist das halt einfach nur Kacke gemacht. Tja. Der Tortenzug ist bei dir abgefahren. Ja, Meloetta. Siehst du mal, ich habe mir die magischen Zahlen sogar schon noch gemerkt. Sehr gut. Außerdem habe ich gehört, was auch noch sehr, sehr... Oh, warum ist mein Job nicht mehr da? Kann nicht mehr bereitklicken. Ah doch, ich bin immer noch bereit, deswegen. Bam, bam, bam. Ja, nachdem ihr all euren Kuchen gesetzt habt und leider alles verloren... Was passiert? Mal gewinnt man, mal verliert man. Mal verliert man und mal gewinnen die anderen. Richtig. So, wenn das jetzt sowieso erstmal das Asylum lädt, mache ich mal mein Fenster auf. So, einmal die frischen Nachtgeister reinlassen. Ich muss aber gestehen, ich hätte lieber einen Prison gehabt. Warum? Weiß nicht, ich mag Prison einfach lieber als Asylum. Ja, Asylum ist ein bisschen anstrengend. Nicht so das Wahre. So. Das ist halt sehr anstrengend. Oh, draußen ist so schön angenehm kühl. Oh ja. Ich kann ja auch vorbeikommen und dir zwei Eiswürfel in die Hose stecken. Auch angenehm kühl.
Ich weiß ja nicht, ob das Wort angenehm da passt. Ich würde ja sagen, kannst du machen, weil bis du da bist, sind es nochmal 40 Minuten. Dann haben wir fast drei. Aber weißt du, was das Gute ist? Ich habe ein Kühlschrank-Handschuhfach. Oder die Eiswürfel kriege ich bis zu. Oh, Mann, ey. Mein Handschuhfach kann bis auf 0 Grad runter. Yay. Yeah. Das sind Dinge, die man braucht im Leben. Unbedingt. Ich kann nichts dafür. Die Klimaanlage geht halt bei mir auch übers Handschuhfach und das Handschuhfach kann halt runterkühlen. Warum nicht? Ich weiß es auch nicht. Ich habe es nur letztes Mal mitbekommen, weil ich... was hatte ich drin in meinem Handschuhfach? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas hatte ich auf jeden Fall im Handschuhfach und habe es dann rausgeholt und es war... Und ja, auch. Also meistens. Aber die sind meistens im Kofferraum weil oder im Radkasten. Weil die passen meistens nicht ins Handschuhfach. Kommt drauf an, so eine abgesägte Hand. Ja, musst du halt pürieren. Ich sammle kleine Finger, weißt du? Nur kleine Finger. Ich mache mir daraus eine Kette, so wie bei... Nee, Quatsch, das waren Fußzehen, wie so wie bei Fluch der Karibik. Kommt drauf an, was du dranhängen möchtest. Ja, an deiner Kette kann... Das ist deine Kette, du kannst da dranhängen, was du möchtest. Das ist meine Kette. Ich bin für Püree. An meine Kette hänge ich noch weitere Ketten. Seid ihr... Sind wir zurzeit nur zu dritt? Ja. Im Moment sehe ich nur... Ah, du hast dich hinter dem Wolf versteckt, okay. Habe ich das. Also, ja, du hast dich sehr gut getan. Was ich sehr gut getan. Ich bin getan. Sneaky. Sneaky. Sneaky Mac Sneak. Ja, ja. Das ist gute Sneak Sneak. Sneak Sneak. Oh. Uiuiuiui. So. Da muss ich ja mein Laptop wieder auf den Schoß nehmen. Wolf, ich habe gehört, du gehst alleine jetzt das... Willst du Roman machen? Ja. Wo ist er denn? Da hinten links. Unten. Nee, das ist oben. Nee, das ist oben. Oh, das ist oben. Nein, das ist oben. Guck doch, da ist die Tür. Ach so, ja, oben und im Sinne von... Ja, Erdgeschoss. Ich meine Erdgeschoss. Es gibt nur Erdgeschoss und Keller. Also ist das oben. Okay. Nach rechts, bis zur Wand, links abbiegen, hoch, bis zur Wand, rechts, erste Tür. Wobei, nee, das ist rechts, ne? Es ist rechts, nicht links. Hä? Ja. Ist rechts. Ist es rechts, ja, ja. Ich dachte, es wäre links. Ja, das ist rechts. Die einzige Map, das ist das rechtere links. Das ist das rechtere links. Ja, ja. Man könnte es auch das linkere rechts nennen. Ich gehe einfach mal anmachen. Ich habe ein Problem mit links und links, das reicht schon. So, ich nehme wieder die Geisterbox und ich nehme wieder das Buch. So, wie sieht die vorhin auch? Das hat sehr gut funktioniert, glaube ich, bei links. So, dann mal los. Wo läufst du los? Ich laufe richtig. Du bist links. Du bist links. Ich bin rechts gegangen. Ich bin auch drin. Oh, okay, ich sehe, da ist noch ein Grüner reingelaufen. Verwirrung gestiftet. Okay, Wolf, du bist richtig gelaufen. Aber ich weiß, dass ich richtig gelaufen bin. Ich habe dazu gehört. Sehr gut, ich mach Strom an. Ihr seid doch beide Tor. Ihr seid doch. Okay, Hutz, du musst doch nochmal gucken. Irgendwo bin ich... Lauf geradeaus weiter, dann rechts. Und die nächste Tür wieder rechts. Nein, du musst runter. Rechts, zurück. Und jetzt die nächste Tür rechts. Danke sehr. Kostet dann 2,50. Ich lass mich auch in Eis versuchen. Iro, wo hast du die Tür gehört? Wir kommen dann jetzt auch. Wir kommen dann. Ich glaube, er ist irgendwo
war das? Ich glaube, links war das. Du bist, also du bist am Anfang nach links gerannt. Genau, das heißt, immer gucken, wenn irgendwo eine Tür offen ist, einfach die Tür in den Ruhe lassen. Irgendwo wird was offen sein. Und wenn es ein kleines Spalt. Ja. Und hier ist Licht. Ich glaube, ich hab den Raum. Wo? Wo bist du? Links, vorderer Gang zur Tür hin. Iro, kannst du noch mal kurz zurückgehen? Ja. Ja, ich komme. Ah, ich sehe euch. Zeichen. Bei mir ist aber niemand. Ich höre ein EMP. Ja. Schreib ins Buch. Kann ich die auch irgendwo aufstellen oder muss ich die in der Hand haben? Schreib ins Buch. Wie alt bist du? Muss ich die in der Hand halten oder? Okay, wir hatten EMP 5. EMF 5. Okay, er will nicht mit mir reden. Ich lasse es mal hier liegen. Bewegungssensor. Okay. Also ich nehme Bewegungssensoren. Ich mache mich voll mit Bewegungssensoren. Ich habe einen Soundsensor. Nee, du hast ein Licht, glaube ich. Ist egal, ist ein Licht. Du hast außerdem ein Licht. Du kannst ihn wegtun. Ja. Nimm lieber eine Kamera mit. Ihr sagt, ich habe Bewegungssensoren, aber ich finde den Weg nicht wieder. Ich kann ihn nicht. Brauch Iro als Wegung. Als Iro, du bist aber gerade irgendwie ein bisschen leise. Will ich lieber mal wissen. Nee, so weit ist das nicht. Okay. Wer ist leise? Du. Zumindest bei mir.
Hat irgendjemand diesen Sound gehört, Tim? War das ein Störgeräusch oder war das der Geist? Nee, das war nicht hier. Das war da. Nee. Noch weiter sein. Hier liegt was. Glaube Störgeräusch. Ja, das ist genau das. Ist dann, okay. Das ist die Tür, die hier offen ist. So, dann machen wir das mal dahin. Den anderen machen wir mal, keine Ahnung, dahin. Jero, wo hast du positioniert? Da hinten. Stell sie mal gegenüber da drüben, wenn. Jo, hab ich. Da hinten. Bin bloß falsch gelaufen. Nein. Keine Fingerabdrücke. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Kann ich das Ding nicht platzieren? F. Wir haben ein Problem. Welches? Rückzug. Was? Er ist umgezogen. Wie? Ach nee, wir haben Wandergeist. Er ist nicht mehr in dem Raum. Okay. Ansonsten tun wir schon mal den Raum. Okay, mach ich nur zu. Alles klar. Mistvieh. Muss das sein? Kannst du dir dafür nicht ein anderes raussuchen? Minus 4 ist er. Hm? Er fehlt Temperaturen. Was haben wir jetzt alles? Wir haben EMF 5 und Gefrier. Orbs. Und eben Gefrier. Leute, ihr habt das schnell. Licht, glaube ich, in dem Zimmer angezogen. Wir müssen umstellen, wir haben den Raum. Rennen, rennen, rennen. Ah, jetzt sehe ich was. Und ich sehe auch einen Orb. Alles, wir können raus. Bewegungssensor, wo ist das Ding? Da ist es. Hol den anderen Bewegungssensor noch schnell. Der hängt gegenüber an der Wand. Ja. Ja, wir haben alles. Wir hängen mit Bewegungssensoren oben in der Bombe. Was sind die Aufgaben an der Dings? Jetzt ein bisschen doof, aber ist jetzt egal. Was sagen die Aufgaben an der Tafel? Aufgabe 1, Bewegungssensor. Bewegungssensor ist jetzt gerade angegangen. Entkommen Sie dem Geist während der Jagd und reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Raucherstäbchen. Okay, das kriegen wir noch hin. Wir haben noch keine Tabletten genommen, wir sind richtig dabei. Ja, wir sind ja auch extrem schnell gewesen jetzt. Ja, es ist auch noch keiner. Doch, der Wolf ist unter 50. Ach, mein Geisteszustand beginnt bei unter 50. Nichts Neues. Lauf dir einfach nach. Lauf dir einfach nach. Ja. Das hier am Anfang ist ein Gewurschtel sondergleichen. So, ich geh mit den Räucherstäbchen rein. Alles klar. Mach das. Ah ja, tatsächlich, Geisterorb. Was ist es denn jetzt eigentlich dann? Hast du es schon eingetragen? Ich hab noch nicht reingetragen. Ich komme mit. Ja, was haben wir kurz angucken? Wir haben EMF 5. Das ist. Gefriertemperatur. Ich kann dir doch sagen, wo es ist. Achso, okay, stimmt, du weißt ja den Weg. Und wir haben jetzt zum Schluss Orb.
Es ist ein Phantom. Temperatur von EMF 5 und oh. Ja. Gut. Phantome sind ja nicht so schlimm. Bei dir kratzt gerade das Mikrofon wieder ab. Bei mir? Ja, ist eben ganz kurz mal ein Störgeräusch drin gewesen. Jetzt höre ich dich wieder. Okay, cool. Kurze Hand, ey. Ja, liegt ein Kreuz drin. Das hat's wahrscheinlich gefressen. Aber, okay. Nee, die Tür ist noch offen. Der ist gar nicht erst in die Hand gegangen. Achso. Entweder das Kreuz hat ihn direkt verjagt oder er hat keinen Bock mehr gehabt. Nein. Der Raum, in den ihr jetzt... Da geht gerade keiner rein, oder? Nee. Leute, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht der erste Raum war. Alles klar, ich sehe euch halt gerade nicht auf der Cam, deshalb. Ja, ist nicht so schlimm, glaube ich. Solange ihr den richtigen Raum habt, passt. Das stimmt, dass er trotzdem im anderen spawnen kann. Das ist doch... Er befindet sich gerade im anderen, da ist gerade der Bewegungssensor angegangen. Der stand hier gerade bei den Frauen. Sehr merkwürdig. Hat es funktioniert? Ja. Müsst nur noch entkommen. Soll ich nochmal rein, oder? Das bringt jetzt nichts. Deine Sanity ist noch zu hoch. Wenn ich reingehen würde, würde es mir was bringen. Ich finde es schön, dass mir... dass sowas mal gesagt wurde. Meine Sanity ist zu hoch. Ich bin nicht wahnsinnig genug. Ja, wenn, dann müssen die jetzt wegrennen und da muss Futs Geisteszustand noch ein bisschen absinken. Was haben wir denn für einen Geist? Hat das schon jemand eingesetzt? Das ist ein Phantom. Asylum. Wir müssten nur noch entkommen, aber unsere Sanity, also außer dir ist deine Sanity, ist die Sanity allgemein noch recht hoch. Das mit dem Räucherstäbchen hat funktioniert, aber entkommen, es ist halt ein Phantom. Phantome sind, glaube ich, jetzt nicht so aktiv. Es geht. Dann, also er wird also halt irgendwann handeln und darauf warten. Wir können auch abfahren, also ich bin da ganz offen. Ja, von mir aus können wir auch fahren. Die Aufgabe ist nicht Meloetta schwierig. Meloetta geht schlafen. No. Oh, Meloetta. Also die Aufgabe ist nicht schwierig, ihr habt noch nicht gehuntet. Dementsprechend ist er auch nicht schnell oder so. Du müsstest noch eine Stunde durchhalten für 3 Uhr morgens, aber ist okay. Gute Nacht, schlaf schön. Oh. Gutes Nächtle. Also, letzte Aufgabe versuchen oder nicht? Du kannst versuchen. Wie gesagt, der ist noch nicht schnell oder so. Ja, aber jetzt ist er geräuchert. Ja.
Ja, aber das hält auch nicht so lange. Wir stehen ja jetzt schon ein paar Minuten hier drin. Ja, wir können es probieren. Also theoretisch ist hier auch... Ja, es passiert nichts um 3 Uhr. Ich habe bloß gemeint, so gegen 3 Uhr morgens wird wahrscheinlich keine Sau mehr da sein. Und es wäre schön, wenn irgendjemand noch da wäre. Also wie gesagt, die Aufgabe ist nicht schwierig. Man sollte halt Räucherstäbchen mitnehmen, damit der Geist, wenn er hinter einem ist, halt verwirrt ist und dann kann man wegrennen. Man sollte sich noch nicht umdrehen. Wolf, bist du noch da? Ja. Okay, warum? Komischerweise ist nämlich dein Stream weg. Also bei mir ist dein Stream gerade weg. Nö, okay. Bei mir ist er noch da. Ja. Nope. Okay. Ich guck gerade erst da. Ja, okay, meine, es wird mir auch noch angezeigt, dass noch 12, dass ich 12 Stunden am Stück live bin. Ah, jetzt ist er auch wieder hier. Ich bin wohl, dann hat sich kurz mein Twitch auf dem Fernseher disconnected gehabt. No. Das heißt, wir sind jetzt bei der Halbzeit. Ich würde aber sagen, entweder wir machen jetzt noch die letzte Aufgabe oder ich würde sagen, dann ist für mich nämlich auch Feierabend vor Ort. Maestro Wolf. Ja, das ist in Ordnung. Weil ich habe weder was zum Trinken hier gerade neben mir stehen, noch irgendwas zu knabbern und das ist... Oh, Hand. Ich weiß, deswegen gucke ich gerade die Cams durch, ob ich Iro finde. Was? Er huntet. Ist Iro jetzt? Weil die auch nie... Ja. Weil die auch nie eine Kopfcam mitnimmt. Ah, ja, schlimm. Gibt's überhaupt noch Kopfcams? Ja, klar. Na klar. Was sind denn die? An der Wand. Neben dem Türding. Oh Gott, ich bin so dumm. So. Aber die Mission hat nicht gezählt. Der Geist hat sie nicht gesehen. Dann sag ihr das mal. Guter Versuch, aber die Mission hat noch nicht gezählt. Korrekt. Ich hab's noch nicht versucht, ich kann noch nicht ins Leben. Ja, Nickery, ich bestehle dich gerne um Punkte. Das ist so ein Hobby von mir. Also Nickery, muss ich das nochmal sagen, die Punkte bringen noch nichts. Ich muss mir da noch ein paar coole Funktionen einfallen lassen. Kommt alles noch. Das ist jetzt der erste Tag, an dem die Dinger überhaupt gesammelt werden können. Gewähnen? Nix gewähnen. Okay, mal gucken, ob der Hand diesmal funktioniert. Wenn Iris stirbt, fahren wir. Komm, machen. Ich hoffe, dass du das definitiv nicht mehr machen, weil sie hat kaum noch Sanity. Tja, ich habe gemeint, ich mache ein bisschen länger für jede 500 Punkte, das stimmt. Wenn ihr so viele zusammenkratzt. Sag das nicht, ich habe ein paar Punkte.
Hat gezählt, wir fahren, komm. Mann, was heißt, du hast ein paar Punkte, hast du überhaupt mitgezählt, wie viele Punkte du hast? Was? Es geht nicht um die Kanalpunkte. Nee, es geht um die Bot-Punkte. So, jetzt muss ich noch eintragen. Phantom. Ja, ich muss noch eintragen. Was hatten wir jetzt? EMF 5, 4 und. Ja, jetzt bin ich soweit. Du kannst. Mal draufklicken. Ja, Nickery, du bist auch schon eine ganze Weile dabei. Also du bist jetzt derzeit, glaube ich, die Person, die die meisten Punkte hat. Wunderbar. Ja, ja, haben wir gut gemacht. So ist das. So, Wolf, dann wünsche ich dir aber noch viel Erfolg bei deinem 24-Stunden-Stream. Danke sehr. Denn ich werde dich jetzt verlassen, mein Gutster. Na gut, wenn ihr mich alle verlasst. Ja, die Sache ist, ich will ja morgen früh hier noch ein bisschen warten. Und um 12 Uhr muss ich spätestens einen Schrank abholen in Wetzlar. Und davor will ich eigentlich noch Sachen zur Deponie fahren. Also wird schon eng. Sollte ich ausgeschlafen sein, ausgeruht sein und außerdem meine Besuche liegen schon seit mindestens, wenn nicht schon länger, im Bett. Ja. Die haben den ersten Phasmophobia-Run mitbekommen und danach haben sie gesagt, wir gehen jetzt schlafen. Bam bam. Ja. Dementsprechend, Wolf. Halt durch, halt dich mundrig. Und sobald ich wach bin, melde ich mich. Alles klar. Ja, wir sind ja schon über der Halbzeit. Ja. Ja, du hast so komisch angefangen mit so einer komischen Zeit. Naja, ich habe mir halt gedacht, das ist die Zeit, bei der die meisten Leute dann von der Arbeit kommen. Ich kann ja auch nichts dafür, dass ich dieses Jahr am Freitag Geburtstag habe. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber es hätte schlimmer sein können. Stell dir vor, du hättest an einem Mittwoch Geburtstag. Ja, dann wäre das mit dem Stream nicht so einfach gewesen. Richtig. Also, dann halte ich mundrig, halte ich frisch und ja, stellen Sie nichts an, was ich nicht auch anstellen würde. Nein, ich benehme mich. Da kann man doch nicht so viel falsch machen. Na gut. Ciao, tschüss. 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 So ist das. Ja, alle verlassen sein. Grauenhaft. Ich weiß noch gar nicht so richtig, was ich jetzt mache, ehrlich gesagt. Kannst gerne noch da bleiben. Ich glaube nicht, dass du zuhören möchtest, wie ich WoW spiele. Und nein. Ich glaube, dass deine Zuschauer das auch nicht wollen. Nein. Eben. Ja, wenn du sagst, du weißt nicht, was du tust. Ja, ich entweder Phasmo, ESO oder WoW. Und das ist alles nicht so das Wahre für einen Stream. Nein.